Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, wir werden heute wieder ein Wildbattle zusammen machen, nämlich einen Mädchen-Todd-Bunker gegen einen Jungs-Todd-Bunker. Ja. Todd ist ja der kleine süße Pilz von Mario, wenn ihr den nicht kennt. Shame on you. Nee, das ist meine Seite übrigens. Du kannst gerne mal rübergehen. Nein. Du musst rüber. Das ist dein. Guck mal, blau. Da sehe ich den Epic. Ja? Okay, auf jeden Fall werde ich einen richtig süßen Mädchen-Todd-Bunker bauen, der richtig cute aussehen wird. Trotzdem sicher. Wir schauen mal, wie wir den bauen werden. Ich werde jetzt erstmal mir ein paar Blöcke suchen. Auf jeden Fall wird er so ein pinker, weißer Pilzkopf, wenn du dir das vorstellen kannst. Okay, ich bin sehr gespannt. Sehr süß zumindest. Also ich werde auf jeden Fall den Kopf 1:1 sozusagen nachbauen. Ich nehme so einen hellen Ton für das Gesicht. Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal die Achterkugel sozusagen. Und der Kopf wird richtig, richtig süß aussehen. Also der Schädel sozusagen mit der Mütze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Durch seinen Kopf bzw. durch seinen Mund kann man dann eventuell in den Bunker rein. Da gucken wir da mal, wie wir das machen sollten. So, das ziehen wir jetzt noch hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und obendrauf dann die süße Pilzmütze. Wie machst du das denn? Machst du den komplett oder ich glaub, nur ich den mach Kopf? Auch nur den Kopf. Ja, ja. Ne? Ich bin gerade auf jeden Fall dran an den Augen. Ah, Wie weit der kleine bist du schon? Pilz wird ein bisschen schwieriger insgesamt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das bauen soll. Da bin ich mir auch überhaupt nicht sicher. Es sollte auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht. Also es sollte von klein nach groß werden, so ein bisschen, oder? Irgendwie sowas? Stimmt, weißt du, was ich meine? Ja, irgendwie sowas. Okay, ich nehme auf jeden Fall, für den grundlegenden Pilz nehme ich auf jeden Fall weiße Blöcke und dann mache ich blaue Punkte drauf. Ich mache es genau andersrum. Ich mache grundlegend rosa und mache weiße Punkte. Ah, ich bin sehr gespannt. Die Pilzmütze kommt jetzt hier einmal drumherum. Bei den Augen bin ich mir unsicher. Machst du die einfach so komplett schwarz oder machst du die eher bunt? Ich glaube, ich werde sie schon schwarz machen. Schwarz, ja. Es ist, glaube ich, original. Es sind sie einfach nur schwarz. Ich habe überlegt, die ein bisschen menschlicher zu machen. Aber Leute, wenn ich das mit dem Weiß mache, was ich ja eigentlich sonst immer bei so Köpfen mache, sieht es halt aus wie ein Mensch. Und das ist, glaube ich, nicht so das Richtige. Deswegen, ich glaube, wir bleiben heute bei diesem plain schwarzen. So, dann werde ich das auf jeden Fall hier noch ein bisschen detailreicher machen, dass wir auf jeden Fall so eine kleine Mütze haben am Start, die ganz cute aussieht. Vielleicht erstmal so und dann so. Die soll ja auch ein bisschen den ganzen Kopf hier bedecken. So. Und dann wird die noch richtig hochgezogen. Also, dass sie wirklich aussieht wie so ein kleiner puffiger Pilz. Oh, meins sieht echt nicht so gut aus, leider gerade. Nein. Warum nicht? Es ist echt ein bisschen knifflig hier insgesamt. Das stimmt, das ist wirklich schon schwierig. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken. Wo sind wir denn hier? 1, 2, 3, 4. Okay. Also ich bin mir unsicher. Ich habe jetzt auf jeden Fall die Mütze. Ich weiß nicht, ob die groß genug ist, wenn du weißt, was ich meine. Oder ob sie zu groß dann wird irgendwann. Ja. Weiß ich nicht. Machst du überhaupt so kleine Punkte oder machst du eher große? Ich mache eher große. Ich bin jetzt aber noch an der Form dran insgesamt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie ich das bauen soll. Das ist schon ein bisschen knifflig. Ja, kann ich total verstehen. Ja, egal. Da mache ich jetzt erstmal meine Punkte. Ich lasse es jetzt von der Größe. Es ist vielleicht ein bisschen zu klein bei mir tatsächlich. Also die Mütze, weißt du, was ich meine? Ja. Die ist auch irgendwie nicht so wirklich rund. Naja, okay. Wir machen überall jetzt so große Flecken drauf für die Pilzis. Machen wir hier nochmal ein Pilzi hin. Und ja, auf der anderen Seite hier irgendwie so einen riesigen. Und auf dem Kopf auch. Und dann, also mit meinem grundlegenden Mädchen-Todd bin ich dann eigentlich schon fertig tatsächlich. Also es ist eigentlich okay, würde ich sagen. Es gibt Schlimmeres. Ich bin gespannt. Ja, kann so gut sein. Dann geht es aber nicht erstmal nach unten, ne? Okay, kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt hier nochmal so einen kleinen Fenster drumherum gemacht. Das sieht ein bisschen schöner aus. Ich bin jetzt überlegen, ob ich hier noch Laser dran mache. Aber ich glaube, die sind leider zu weit. Nö, sieht eigentlich cool aus. Machen wir überall hier noch Laser. Ihr seht auch schon den Geheimnis. Gang in meinen Bunker und ich muss sagen, sie sieht schon ganz cute aus. Ich würde sie jetzt mal als sie bezeichnen oder als, ja, Todd mit zumindest einer rosa Mütze. So, das sieht cute aus. Wir haben dann hier sozusagen den Eingang. Hast du denn schon alles unten gebaut? Bist doch nicht fertig, oder? Ich habe, oben habe ich jetzt den Kopf ganz gut hinbekommen. Ah, ja. Ich habe den Eingang nach unten hingebaut, aber den muss ich noch ein bisschen besser absichern, dass er ein bisschen schöner aussieht.
Und vor allen Dingen, ja, mit dem Mund bin ich nicht ganz so zufrieden. Ach, du hast einen Mund gemacht so? Ja, aber es sieht nicht so gut aus leider. Oh, warum? Und ich glaube, ich werde oben auf jeden Fall alles noch ein bisschen schöner machen, ja. Ja, ich mache es auch noch ein bisschen schöner. Ich werde jetzt hier unten auf jeden Fall Gänge machen mit ja, verschiedenen Räumen. Hallo, wir werden. Ich sehe dich da. Oh mein Gott, du bist voll nah. Guck mal, da ist ein Raum von mir hier. Hey! Hier mache ich vielleicht Badezimmer rein, dann Küche, Schlafzimmer und eventuell noch so ein Arbeitszimmer. Ich glaube, das ist alles so, was man unbedingt zumindest in einem Bunker bräuchte, theoretisch. Dann kommt jetzt erstmal hier das Schlafzimmer hin. Wir machen natürlich alles so ein bisschen diesem rosa-pinken Style, wenn wir das eh schon angefangen haben. Das könnten wir benutzen, das könnten wir benutzen. Dann machen wir jetzt, wir machen mal ein Himmelbett hin. Das hatten wir noch nie so richtig. So, dann machen wir mal hier ein richtig schönes Schlafzimmer hin. So, mit natürlich, ups, Nachttischschränken, einem Schminktisch, dem Parfüm hier, noch einem Spiegel vielleicht auf der anderen Seite. Und dann gucken wir mal, was wir noch reinmachen. Vielleicht so ein pinken Sessel oder, ich habe eine gute Idee. Wo ist hier? Das hier, das will ich haben. Bisschen Deko mit Pflanzis vielleicht, das ist auch ganz schön. Und Teppich selbstverständlich. So, ich habe jetzt hier nochmal alles ein bisschen schöner eingerichtet. Wir haben jetzt hier eine Tür zum Beispiel zum Badezimmer. Das ist klein, sehr klein irgendwie. Also, nee, eigentlich nicht klein, sondern eher ein bisschen leer. Was macht man denn noch so in ein Badezimmer rein? Ich könnte einen Pömpel hinsetzen. Haben wir noch einen Pömpli? Genau, der kommt vielleicht noch hier hin. Und vielleicht machen wir noch einen Spiegel hin, dass es so ein bisschen zumindest cooler aussieht. Vielleicht einfach dann, ja, kannst du dich auf der Toilette ansehen. Nice. So, dann hätten wir das hier. Wir hätten hier ein kleines Schlafzimmer. Das ist eigentlich auch ganz cute. Vielleicht können wir hier nochmal so ein Sessel hinmachen. Ah, wir haben gar kein Wohnzimmer. Naja, da haben wir nicht. Na gut. Und dann hier noch ein kleines Arbeitszimmer. Und ich denke, hier oben könnten wir mal gucken. Gibt es vielleicht noch irgendwie so eine Bunker? Ah, nur die Tür. Denkst du, es gibt noch irgendwie eine coole Trapdoor, die wir benutzen könnten oder so? Ich glaube schon. Ah, Sliding Trapdoor. Na, weiß ich nicht so ganz, ob die so cool ist. Doch, die ist schon cool. Oh, dann machen wir mal hier und hier. Hier haben wir die unsichtbare Tür, dass man es nicht sieht. Und von außen sieht das eigentlich ganz cute aus, muss ich sagen. Also, ich denke, ich bin fertig eigentlich. Es sieht sehr süß gut aus. Wie weit bist du? Ich platziere gerade noch eine Tür und dann noch einen Eingangsbereich, da bin ich auch fertig. Okay, und von außen hast du es da sehr krass gebaut? Nö. Okay, gut. Na dann. So, das kann man jetzt so öffnen. Sieht das gut aus? Ich glaube, meins sieht eigentlich ganz cute aus. Ja, da kann man hier runterklettern. Warte mal, kann ich das noch umdrehen vielleicht? Vielleicht mache ich noch so ein bisschen Obsidian hin. Oh, das ist gut. Okay, ich bin jetzt auch fertig. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr gut, da kannst du erstmal zu mir kommen. Dein, oh ja, Todbunker aussieht. Okay, ich komme rüber. Hallöchen. So, hab noch ein bisschen Obsidian hier hingemacht. Ja, das bedeutet, du kannst dich umdrehen. Das ist mein Mädchen Todbunker. Oh, wie süß. Sie hat einen riesigen Kopf. Sie sieht sehr anders aus als deins. Ja, sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Oh nein! Wie sieht meiner denn aus? Oh nein. Okay, das klingt auf jeden Fall schon sehr gut mit dem Obsidian hier einmal drumherum. Ja. Dann hier die Laser mit dem Zaun. Ja, das ist süß, würde ich sagen. Oh, hier ist sogar ein Eingang. Ja, richtig. Da kannst du hier rein. Wir haben dann hier so coole Sliding Doors. Da kannst du hier einmal runter. Und hier ist mein süßer, aber sehr kleiner Bunker. Wir haben hier zum einen kleinen Arbeitsbereich. Kannst du dich hinsetzen, ein bisschen was programmieren, keine Ahnung. Dann hätten wir hier noch eine Küche, da wird gegessen. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal ein Badezimmer. Ganz nice, du kannst dich hier auf der Toilette einfach selbst im Spiel ansehen. Und zu guter Letzt noch das süße kleine Schlafzimmer hier. Man hat alles, was man braucht eigentlich, glaube ich. Das stimmt, das ist echt nice. Okay, da geht's hier wieder nach oben. Also ich muss sagen, meins sieht ein bisschen anders aus. Ich bin sehr gespannt, wie deins aussehen wird. Ich glaube, du hast einen kleineren Kopf gemacht wieder, ne? Kann ja, es ja, sein? Ja. Sieht leider aus. Okay, ich bin gespannt. Ja, okay, sag dann Stopp. Und Stopp. Und dann, dann. Das hast du gemacht. Oh mein, aber du hast nur eine runde Mütze gemacht. Das ist cool. Oh mein Gott, Effekt, das sieht aus wie ein Mensch. Ja, okay, aber du hast auf jeden Fall so ein bisschen Zaun. Das habe ich auch überhaupt nicht gemacht. Der sieht ein bisschen erschreckt aus, wenn du weißt, was ich meine. Es sieht aus, kennst du diese alten Menschen, die so Perücken haben, die so abgepudert sind? Diese weißen? Das ist es einfach. Oh, und hier hinten ist sogar die Tür. Okay, ja, man kommt hier rein. Oh, coole Bunkertour. Ja, Türchen meine ich natürlich, nicht Tour. Und jetzt haben wir hier, oh cool, du hast hier sozusagen den Mushroom, den Pilz hier einfach weitergeführt. Ja, ja, ja. Schlafzimmer.
Und was dann ist haben das? Wir hier das Wohnzimmer, beziehungsweise eher den Essensbereich Küche, und die Küche, die kleine. Essenzimmer. Und hier ist ein kleines, süßes Wohnzimmer. Okay, und hier nochmal ein riesiges Wohnzimmer. Das ist cool. Also ich muss sagen, dein unterer Bereich gefällt mir schon fast besser als meiner. Der ist ein bisschen größer. Und die Luke gefällt mir sehr gut. Der Kopf sieht sehr lustig aus, muss ich sagen. Dankeschön. Also, ich kann mir vorstellen, dass du dich sehr schwer getan hast. Ich habe es mir ein bisschen leichter gemacht, glaube ich. Ziemlich knifflig insgesamt, der Kopf. Ja, oh Gott, nein. Aber Leute, ihr könnt gerne mal wieder in die Kommentare schreiben, welcher Todd-Bunker gefällt euch am meisten oder am besten. Der Jungs-Todd-Bunker vom lieben Epic oder mein Mädchen-Todd-Bunker mit einem bisschen größeren Köpfchen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr besser findet. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!